Willkommen zurück zum Tutorial und Let's Play zu Age of Wonders 4. Mein Name ist Koex, Leute, und wir machen hier in Folge 2 weiter, dort wo wir letztes Mal in Folge 1 aufgehört haben. Wir befinden uns in Runde 8 und wir hatten ja über die Zaubererforschung unter anderem einen strategischen Zauber erforscht, nämlich Wegfinderverzauberung. Das Ganze werden wir jetzt auch mal in Auftrag geben. Ich klicke das Ganze einmal an und dann seht ihr hier unten rechts, dauert das Ganze 2 Runden, um erstmal vorbereitet zu werden, bevor wir das Ganze anwenden können. Wir gehen in die nächste Runde. Ich gehe hier wieder rechts auf die To-Do-Liste, sag ich mal. Wir sehen eine weitere mögliche Reichsverbesserung. Wir sehen hier, dass unsere Vasallen uns plus 10 Gold als Tribut liefern können. Da ich eh bald vorhabe, unseren Vasallen zu übernehmen, brauche ich das Ganze nicht, von daher werde ich das Ganze ignorieren. Ja, wir ziehen wieder unsere Einheiten. Diesen Speer werde ich mal manuell hier nach unten ziehen. Und dann haben wir hier noch unsere Einheit, unsere Kampfeinheit, mit dem werden wir wieder ein bisschen kämpfen. Ja, keine Einheit verloren, von der alles gut. Dann geht es weiter hier hin. Und dann haben wir hier eine weitere Einheit ja jetzt fertiggestellt in Leuchtkamp. Ja, wir gehen also auch wieder auf Leuchtkamp drauf, auf unsere Stadt und werden eine weitere Einheit rekrutieren. Hier entscheide ich mich jetzt für den Speerträger hier. Dauert 7 Runden, das ist relativ lang, aber ist in Ordnung. Außerdem, Leute, ihr seht hier auf der rechten Seite die To-Do-Liste. Wie gesagt, jede Einheit, die ihr habt, möchte das Spiel irgendwie bewegen oder euch daran erinnern, dass ihr damit noch was machen könnt. Wenn ihr das stoppen wollt, wenn ihr wisst, okay, diese Einheit möchte ich jetzt eine ganze Zeit lang nicht bewegen, nichts mit ihr machen, dann habt ihr hier weitere Optionen. Und zwar habt ihr hier unten dieses, ja, Art Zelt, nennt sich Wache, der Befehl. Und ihr könnt es lesen, entfernt die Armee aus der Liste der Armeen, die auf Befehle warten. Ja, da klicke ich jetzt einmal drauf. Das heißt, das Spiel wird mich jetzt nicht auf der rechten Seite nicht die ganze Zeit, ja, damit nerven, dass ich die Einheit irgendwie noch ziehen müsste oder so. So, wir gehen in die nächste Runde. So, jetzt haben wir hier den Hauptbösewicht, Yaka. Ja, wir kriegen weiteren Auftrag, Feuer und Sand. Aus dem Rauch einer brennenden Wolke gibt sich dir eine majestätische Figur zu erkennen. Wirst du den Forderungen von Yaka widerstehen? Und ihr seht hier als Belohnung Sieg, dass er der Hauptbösewicht ist und wenn wir ihn besiegt haben, endet das Szenario. So, ich gehe wieder die To-Do-Liste ab. Leuchtkamp hat den Zaubererturm jetzt fertiggestellt. Sehr gut. Dann schauen wir mal, was wir dadurch bekommen haben. Wir sollten jetzt, ihr seht es hier oben, ein bisschen mehr Imperium bekommen haben dadurch. Schauen wir uns die neuen Möglichkeiten mal an. Ja, und dann sehen wir hier auch einen weiteren Zauberturm, den wir bauen könnten jetzt. Stufe 1 für noch mehr Imperium. Außerdem haben wir noch ein paar andere Gebäude hinzubekommen. Ja, die auch den Zauberturm betreffen. In erster Linie wird das Ganze uns Wissen geben. Interessiert mich aktuell nicht. Oder Mana. Brauchen wir auch noch nicht unbedingt so viel. Von der baue ich jetzt einfach gleich den nächsten Zaubererturm. Stufe 1. Ja, dann schauen wir mal, was wir noch zu tun haben. Der Zauber ist jetzt bereit, den wir ausgelöst haben. Wegfinder Verzauberung. Und ihr seht, das ist eine Einheitenverzauberung und wird nur unsere Speereinheiten treffen. Das seht ihr auch immer hier oben links und auch in den Tooltips, welche oder ob ihr überhaupt Einheiten habt in eurer Armee, die davon betroffen werden. In dem Fall sind 2 Stück. Und ihr seht auch, dass das Versorgung kostet. Ja, hier erwähne ich jetzt zum ersten Mal das Mana. Ihr seht oben, das Mana, die Zauber kosten einmalig immer 100 Mana oder was auch immer. Und dann haben die aber auch noch regelmäßige Kosten, zumindest bei Einheitenverzauberung. Und ihr seht, dass das Ganze in dem Fall ein bisschen Mana kostet, aber auch nicht viel. Wenn wir jetzt mal oben schauen, sind das eben, ihr seht es dann im Tooltip, 4 Mana im Unterhalt, allerdings pro Runde. So, was können wir mit unserer Einheit noch machen? Wir werden hier dieses Item, ja, was unter diesen Einheiten liegt, ist die Silberzungenfrucht. Ich hatte euch das in der letzten Folge ja schon mal gezeigt, was das Ganze ist. Das ist auch ein magisches Material, ja, können wir uns hier anschauen. Silberzungenfrucht haben wir auch noch nicht. Das heißt, das Ganze können wir einnehmen. Wie können wir das Ganze einnehmen? Einmal müssen wir das Material von den Einheiten natürlich befreien. Ne? Das heißt, wir werden gegen sie kämpfen. Haben diesen Kampf auch für uns entschieden. Als nächstes gehen wir da drauf. Und wenn ihr einen Helden besitzt in eurer Einheit, ja, könnt ihr das Ganze anklicken. Na, ich muss auf den Helden klicken.
So, jetzt ist das Ganze freigeschaltet und dann seht ihr hier, dass ihr einen Außenposten bauen könnt. Was ist ein Außenposten? Ihr seht, das dauert 2 Runden, kostet ein bisschen Gold, wird jetzt hier platziert. Ein Außenposten ist sozusagen eine Erweiterung eurer Stadt. Mehr ist das Ganze nicht. Damit könnt ihr sehr schnell einzelne Ressourcen auf der Karte für euch einnehmen und für euch arbeiten lassen, ja? Also auch die, die sehr weit entfernt sind von einer Stadt, weil wenn ihr jetzt warten würdet, ja, bis wir uns mit dieser Stadt hier über die Provinzen ausbreiten, bis in diese Richtung, bis wir hier sind, das würde schon ziemlich lange dauern. Darum gibt es eben diese Außenposten, die wir nutzen können, wo wir relativ schnell und einfach Ressourcen uns aneignen können. Ja, wir ziehen unsere Heldeneinheit weiter. Gehen jetzt in Richtung Süden, so in diese Richtung, zu diesen Stadtruinen wollen wir letztendlich hin. Schauen, was hier noch zu tun ist. Genau, unseren Speer haben wir ja auch noch, ziehen wir auch in die Richtung. So, dann kriegen wir ein neues Angebot. Wir kriegen einmal 85 Imperium. In den Tiefen des Tals stößt deine Lichtsucherin auf ein großes Gebiet mit überwucherten Ruinen. Ja, also unsere Speerin. Die Ruinen wären ein wunderbarer Ort, um eine Stadt zu gründen, damit die belastete Vergangenheit einer neuen Zukunft weichen kann. Ja, wir werden darüber nachdenken, aber das sind eben diese Stadtruinen, die wir wieder aufbauen können. Allerdings auch hier ist es so, Leute, wir können das nicht mit dem Speer machen, sondern das muss unser Held machen. Ja, also unser Held muss sich an dieser Position befinden, dann können wir das Ganze wieder aufbauen, genauso wie beim Außenposten. So, unser Held ist auch aufgestiegen, da werden wir mal schauen, was wir als nächstes nehmen können und dann werde ich mich hierfür entscheiden, ferne Heraufbeschwörung für nochmal mehr Reichweite für unsere Magieangriffe. Werden wir das Ganze bestätigen. Und dann beenden wir auch schon diese Runde. Ja, ihr seht, wir haben eine Aufgabe beendet. Der neu geschmiedete Pakt mit Friedburg besiegelt die Wiedervereinigung des ersten Elfen. Friedburg bietet alles, was wir zu geben haben, damit der ersten Elfen erneut vereint sein können. Ihr kriegt, seht jetzt, was wir so alles für Boni bekommen. Statt Stabilität werde ich später nochmal drauf eingehen, was das Ganze bedeutet. Und ein paar extra Boni. Wir können uns hier wieder eine Belohnung auswählen. Hier kriegen wir zwei Sachen, die ganz gut für uns sind. Einmal für unsere, ja, gute Tat, für unsere Einstellung können wir uns hier nochmal verbessern. Und wir kriegen wichtige Nahrung. Und dann werden wir uns das Ganze schnappen. Dann werden wir mit Sicherheit bei Leuchtkamp genau auch eine neue Provinz einnehmen können. Und dann hatte ich vor, jetzt in diese Richtung weiter zu expandieren. Da Gold auch immer wichtiger wird, würde ich sagen, dass wir vielleicht hier eine Farm bauen und dann auch diese Goldader mitnehmen. Auch wenn wir hierfür erst die Gegner noch besiegen müssen, werden wir hier eine weitere Farm hinbauen. Dann schauen wir wieder in die To-Do-Liste. Nächste Zauber ist erforscht. Stäbe der Heilung. Schauen wir, was wir jetzt als nächstes erforschen können. Hier nehme ich jetzt die Armeeheilung mit. Ja, auch hier habt ihr ähnlich wie mit der Wegfinderverzauberung, Leute, eine weitere Einheitenverzauberung. Und ihr seht im Tooltip, das ist auch sehr schön vom Spiel gemacht, wie ich finde, wenn ihr hier auf das in Klammern immer achtet. Seht ihr, ob ihr aktuell überhaupt Einheiten habt, die davon profitieren würden und wenn ja, wie viele? Ja, bei uns sind es 2 Unterstützungseinheiten, die wir haben, die von diesem Zauber hier profitieren würden. Also werden wir auch diesen mal in Auftrag geben. Und ihr seht jetzt, ne, durch mehr und mehr Einheitenverzauberung und Ausgaben von Mana, seht ihr oben, dass Mana jetzt auch immer wichtiger wird. Ja? Also Mana ist auch eine Ressource, die man nicht unterschätzen sollte. Gerade wenn man gerne und viel zaubert, ist es sehr, sehr wichtig. So, jetzt ist es so, dass wir, das können wir uns in der Diplomatie hier nochmal anschauen, unter den freien Städten jetzt eine besondere Stufe erreicht haben. Ja, es ist jetzt das Vasallentum Friedburg. Und ihr seht, dass es jetzt automatisch alle magischen Materialien teilt, die es in ihrem Gebiet hat. Darum haben wir das jetzt alles bekommen. Ja, wir haben Ruhepool bekommen, wir haben, was haben wir hier noch bekommen? Regenbogenklee bekommen und eben die anderen, die wir zum Teil schon hatten, ja. Ja, ich klicke das mal alles durch und hier sehen wir auch eine weitere mögliche Reichsverbesserung. Schauen wir uns die mal an hier bei der Natur. Gründung oder Übernehmen von Städten dauert 2 Runden kürzer. Neu gegründete oder übernommene Städte erhalten +1 Bevölkerung. Da wir sehr viel Imperium haben und jetzt demnächst auch vorhaben, in dieser Folge noch einige Städte neu aufzubauen, werde ich das Ganze einmal auswählen. Wir kriegen eine weitere Nachricht von Sundren. Ich habe über die vielen Verbündeten und Feinde nachgedacht, die ich in diesem Reich habe.
Ich bin froh, euch zu ersteren zählen zu dürfen. Lasst uns versuchen, unsere Reiche enger miteinander zu verbinden. Ich denke mal, sie wird uns bald ein Bündnis anbieten. Ziehen wir jetzt noch unsere Einheiten. Ja, ich nehme mir die Gegner noch mit. Auch hier wieder für unsere gute Einstellung, Leute, lassen wir sie in Frieden. Dann teleportieren sie sich einfach weg. Und weiter geht's Richtung Stadtruinen. Und dann werden wir auch noch unseren Speer ziehen. Richtung Süden, um die Karte weiter aufzudecken. Na, hier sind wir jetzt bei Lichthafen. Das ist die Stadt von Sundren, unserer Verbündeten. Um die Grenzen ohne Gefahr, sag ich mal, überschreiten zu können oder ohne, dass wir bei ihr Ärger auslösen, Leute, könnt ihr in die Diplomatie gehen. Dann klicken wir mal auf Sundren. Gehen auf die Diplomatie. Dann können wir mit ihr verhandeln. Und dann gibt es eben, ne, unter den Abkommen gibt es eben diese offenen Grenzen, die als Voraussetzung aber auch diese Zaubererverbindung haben. Wenn wir diese offenen Grenzen haben, könnt ihr es im Tooltip auch nachlesen, Leute. Können wir diese Grenzen von ihr und sie auch natürlich unsere Grenzen ohne Probleme überschreiten mit den Einheiten. Und ja, es gibt keine negativen Malusse oder ähnliches. Ja, ich werde das jetzt erstmal noch weglassen, noch nicht machen. Machen wir wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Runden. Gehen erstmal weiter. So, jetzt ist der Außenposten gegründet. Ne, ihr seht, das Ding gehört jetzt zu uns. Die Silberzungenfrucht können wir auch in den magischen Materialien dann sehen, dass wir die jetzt auch haben. So, was können wir jetzt noch machen mit so einem Außenposten? Wie gesagt, es ist keine Stadt, noch keine Stadt. Ihr könnt daraus eine Stadt machen, wenn ihr wollt. Kostet 150 Imperium. Ihr könnt aber auch vorher einfach nur den Bereich schützen, ja? Vor gegnerischen Einheiten, dann könnt ihr einfach nur ein paar Wälle hochziehen. Dann ist das ganze Ding besser geschützt. Ein Wachturm könnt ihr in die Nähe bauen. Das erhöht einfach nur eure Sichtweite auf der Karte. Ist aus meiner Sicht nicht ganz so sinnvoll. Und ihr könnt ein Arbeiterlager daraus machen. In dem Fall bekommen wir eine Provinz in der Nähe, die wir dann noch annektieren können. Hier macht es natürlich oder würde es Sinn machen, die Goldader mitzunehmen, weil von der würden wir ja dann eindeutig noch profitieren. Weil insgesamt habe ich taktisch entschieden, macht es keinen Sinn, hier jetzt eine Stadt hinzusetzen. Von der werde ich auf jeden Fall das als Außenposten behalten wollen. Baue daraus nur ein Arbeiterlager und werden wir, ne, das hier als Provinz annektieren und das Gold mitnehmen. Wie gesagt, wir haben die Frucht erhalten. Was haben wir noch? Jetzt kriegen wir von ihr, von Sundren, das Handelsangebot zur Zaubererverbindung. Wir hätten dafür Gold zahlen müssen. Wir können das Ganze einfach annehmen. Ja, und jetzt kann ich es eben nochmal zeigen, Leute. Unter Verhandeln, unter Abkommen haben wir jetzt auch die Möglichkeit, offenen Grenzen anzubieten. Ja, sie nimmt auch an. Das heißt, unser Speer kann in der nächsten Runde oder in dieser Runde schon ihre Grenzen überschreiten. Gehen wir wieder auf unsere Haupteinheit und ziehen die Richtung, wie gesagt, diesen Ruinen, Stadtruinen und unseren Speer. Wie gesagt, wir können jetzt ihre Grenzen überschreiten und weiter die Karte aufdenken. Wobei hier geht es erstmal nicht weiter. Dann gehen wir danach auch wieder hier raus. Gehen in die nächste Runde. Hier gibt es eine neue, weitere freie Stadt, die wir gerade entdeckt haben. Gehen wir erstmal nach Leuchtkamp. Hier haben wir ja wieder mehr Bevölkerung bekommen. Dann werde ich mich jetzt erstmal hier rum kümmern. Hier bauen wir, wie viel Nahrung haben wir aktuell? 93. Könnten wir eine weitere Farm bauen oder ich baue hier mal einen Steinbruch hin für extra Produktion. Der Zauber ist jetzt auch bereit, ja. Die Einheitenverbesserung, Leute. Zieht uns auch wieder etwas Mana ab. Wir haben eine weitere Nachricht erhalten. Vielleicht sind wir uns doch nicht so unähnlich. Zetil, eure Taten sind vielversprechend. Bitte fahrt doch fort. Also sie ist sehr zufrieden mit uns. Ja. Wir haben extra Punkte für die Beziehung zu ihr bekommen. Kompliment hat sie uns auch noch ausgesprochen. Gut, eine diplomatische Lösung wird den Sieg sichern. Ich hoffe, dass wir beide von euren Beziehungen zu Friedburg profitieren werden. So, Verhandlungen. Das Ganze hat sich auch wieder um eine Stufe erhöht. Ja, ihr seht, wie gesagt, wir kriegen immer mehr Vorteile. Jetzt teilt die Stadt, diese freie Stadt, schon 40% ihrer Einnahmen mit uns.
ziehen wir noch unsere Einheiten. Gehen in die nächste Runde. So, Armeeheilung ist jetzt auch fertig erforscht. So Leute, jetzt habt ihr die Möglichkeit, neue Affinitäten zu bekommen und andere Zauber zu lernen. Also wenn ihr jetzt Bock habt, auf die Astralaffinität zu gehen, auch zum Beispiel für die Reisverbesserung, ja, für die Reisentwicklung, haben wir ja, ihr seht es oben rechts im Interface, aktuell nur 5 Ordnungsaffinität und einmal Natur. Wenn ihr da andere Bäume, andere Zweige freischalten wollt, könntet ihr jetzt auch über die Zauberbücher dieses tun. Denn ihr seht hier diesen Bonus, wir würden plus 2 Astralaffinität dazu bekommen. Da ich mich ja trotzdem spezialisieren möchte auf Ordnung, werde ich das Ganze jetzt hier ignorieren, klicke mich hier weiter durch und nehme jetzt das nächste Ordnungsbuch. Ja, das nennt sich Buch des Eifers, Stufe 1 und wähle dieses aus. Und ihr seht oben rechts jetzt aber auch, ne, 5 Ordnungsaffinität, wir werden gleich plus 2 dazu bekommen. So, ne, jetzt könnt ihr oben rechts sehen, die plus 7 Ordnung, die wir jetzt haben, Ordnungsaffinität. Und aus diesem neuen Buch können wir jetzt die neuen Zauber erforschen. Hier wähle ich zuallererst Legion des Eifers. Auch hier wieder, Leute, im Tooltip könnt ihr sehen, unsere Schildeinheiten, 2 Stück, die wir im Moment in der Armee haben, würden davon auch profitieren. So, dann ziehen wir noch unsere Einheiten. Ich schaue gerade, auf dem Weg noch irgendwelche gegnerischen Einheiten sind, die wir gleich mitnehmen können. Hier vielleicht die. Nutzen wir noch den Speer. Gehen so jetzt mehr in die Richtung. Richtung Osten. So, Außenposten hat jetzt das Arbeitslager errichtet. Das heißt, ne, wir können eine Provinz annektieren. Ich hatte ja gesagt, hier wäre auch ein Eisenlager. Aber Gold ist mir jetzt langfristig wichtiger. Von der werde ich hier eine Goldmine bauen. Bei der Goldader gibt nochmal plus 15 Gold. Könnt ihr dann auch oben sehen. Wir haben aktuell plus 104 pro Runde. Jetzt haben wir plus 121. Ja, und das ist der Zweck von Außenposten. Wenn ihr sie nicht zu einer Stadt upgradet, sage ich mal, ihr könnt einfach Ressourcen, die weit weg von euren anderen Städten liegen, ganz einfach einnehmen. So, gehen wir weiter. Leuchtkamp hat den Zauberturm Stufe 1 produziert. Dann schauen wir uns das Ganze auch mal an, was wir dadurch freigeschaltet haben. Dadurch haben wir unter anderem hier den Zirkel der Blindgläubigkeit freigeschaltet. Ihr seht, das ist eine besondere Provinzverbesserung. Das heißt, bis jetzt konnten wir ja nur Provinzen einnehmen und je nachdem, ja, wenn Wald drauf ist, eine Försterei drauf bauen, wenn Weideflächen oder so drauf sind, eine Farm drauf bauen. Jetzt können wir auch noch extra Gebäude dazu packen, ja? Und hier haben wir zum Beispiel den Zirkel der Blindgläubigkeit. Da ich jetzt auch immer mehr Einheiten produzieren möchte und wir im Moment, ihr seht es hier auf der linken Seite, nur eine Einberufung von 21 haben, möchte ich das Ganze bauen, weil ihr seht, wir kriegen einen Bonus. Und zwar pro positiver oder negativer Einstellungsstufe. Nochmal zur Erinnerung, die Einstellungsstufe ist das, was wir hier unten haben, ja, wo wir aktuell bei gut stehen, kurz vor sehr gut. Das heißt, wir würden jetzt schon davon profitieren. Dann schauen wir mal, wo wir das Ganze hinbauen. Ihr seht dann unten hier, ne, an der Stelle auch, was sich verändert. Also aktuell würden wir aus dieser Provinz 2 Nahrung einnehmen, 3 Produktion. Das würde wegfallen, dafür kriegen wir dann plus 10 Einberufung. Von der solltet ihr euch das gut überlegen. Ich glaube, ich werde hier diese Försterei opfern. Wenn wir die, sage ich mal, überschreiben, dann mache ich einen Restklick drauf, dann dauert das Ganze jetzt 3 Runden. Und dann werden wir auch, merkt euch das ruhig, plus 21 Einberufung haben wir aktuell, dann wird sich das Ganze verbessern. So, Mobilisierung, ein neues, weiteres Feature, Leute. Wenn ihr Vasallen habt, also eine freie Stadt, die euch gefallen möchte, dann schickt sie euch auch regelmäßig oder gibt euch die Option, dass wir aus dieser Stadt Einheiten bekommen. Ihr seht hier, ne, Tageslichtspeer Stufe 2, Sonnenpriester Stufe 2 und Morgenrot Verteidiger Stufe 1. Hier seht ihr, wie oft das passiert, alle 15 Runden. Und hier auf der rechten Seite seht ihr halt die Kosten. Ja, unter anderem habt ihr hier auch diese neue Ressource, die das kostet. Ihr seht, Rekrutierungspunkte haben wir aktuell nur 3 Stück. Das heißt, um jetzt schneller an Einheiten zu kommen, könnten wir natürlich so einen, weiß ich, Speerträger, sag ich mal, nehmen und auch den Verteidiger. Und könnten das Ganze in unsere Thronstadt schicken lassen. Das dauert nur 2 Runden, kostet nur 120 Gold. Ist natürlich viel billiger, als wenn wir das selber herstellen. Und vor allem ist es viel schneller.
Ihr hättet sonst auch die Option, eure Vasallenstadt zu verstärken. Allerdings möchte ich diese Einheiten haben, von der lassen wir uns diese ja, zuschicken. Ne, wir sehen hier eine freie Stadt, die uns jetzt auch den Krieg erklärt hat. Warum hat sie das Ganze gemacht? Weil sie eben zu Yaka gehört. Ja, auch unsere gegnerischen Fraktionen, wie in dem Fall in diesem Szenario Yaka, können natürlich auch freie Städte als Vasallenstädte einnehmen, sag ich mal, und dementsprechend sind die jetzt gegen uns. So, dann ziehen wir noch unsere Einheiten, ja, dann kommen wir hier auch nochmal zu einem Kampf oder für unsere gute Einstellung können wir sie auch in Frieden ziehen lassen. Machen wir das auch gleich. Und gehen weiter Richtung Stadtruinen. Ja, ihr seht jetzt auch, Einstellungen hat sich sogar noch weiter verbessert, von gut zu sehr gut. Wir sehen die neuen Effekte. Ziehen dann noch unseren Speer. Und gehen in die nächste Runde. So, Zauber ist bereit, Leute. Ja, wir haben jetzt eine weitere Heilung kennengelernt, die wir auch strategisch nutzen können. Vielleicht hier einmal zu dem Unterschied zu den Zaubern. Die taktischen Zauber sind die, die ihr nur auf dem Schlachtfeld nutzen könnt, also im Kampf. Strategische Zauber sind für die Weltkarte gedacht. Ja, und links die aktiven, das sind eben die, die ihr aktuell ja, aktiv auf euren Einheiten habt. Wir gehen weiter mit unserer Kampfeinheit direkt zu den Ruinen, damit wir das Ganze wieder aufbauen können und ziehen auch Speer weiter in diese Richtung. Dann gehe ich nochmal kurz auf unsere Stadt und sehe, wir haben im Moment überhaupt keine Einheitenproduktion. Ja, wählen wir das Ganze auch nochmal aus. Wir haben aktuell hier zwei Einheiten stehen. Einen Bogenschützen und einen Nahkämpfer. Dann schnappen wir uns nochmal einen mit Schild. Und gehen in die nächste Runde. Ja, jetzt haben wir Kontakt mit dem feindseligen Orakulum. Wie gesagt, ist auch eine freie Stadt. Und wir befinden uns ja schon im Krieg, das wissen wir. Und da können wir die jetzt auch nicht groß inspizieren oder so. Ja, wissen ja schon, dass sie zu Yaka gehören. So, jetzt haben wir, ne, jetzt ist das passiert, was ich meinte, Leute. Das ist der Speer, den wir auf Automatik gestellt haben, also wo die KI entschieden hat, wo der langläuft. Und dieser wird jetzt von der Einheit von Yaka angegriffen und wird keine Chance im Kampf haben. Also da müssen wir auch nicht manuell kämpfen. Ein Speer wird gegen diese Kampfeinheiten, gerade Stufe 4, Phoenix, keine Chance haben. Von der haben wir diesen Speer leider verloren. Sehen aber, dass es auf der Seite auch noch eine Stadtruine gibt, die wir dann einnehmen könnten und daraus nochmal eine Stadt aufbauen können. Ja, jetzt kriegen wir die nächste Forschung. Legion des Alphas ist fertig. Ich überlege gerade, was hier noch Sinn macht. Dann nehmen wir hier den inspirierenden Korall. Gehen dann jetzt auch nochmal auf die Zauber und sehen, wir haben mit Legion des Alphas eine weitere Einheitenverzauberung und aktuell würden insgesamt 5 Einheiten in unserer Armee davon profitieren. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Neue Reiseentwicklung, schauen wir uns die mal kurz an. Macht das hier Sinn? Das macht Sinn. Schockeinheiten, Schildeinheiten und auch Stangenwaffeneinheiten gewinnen plus 20% schneller an Erfahrung, entwickeln sich also schneller weiter. Wir haben genug Imperium, also werden wir das auf jeden Fall schon mal auswählen. Was haben wir hier noch bekommen? Erhalte sofort plus 20 Gefolgschaftstreue. Da wir nur eine freie Stadt haben, die eh schon fast auf der maximalen Stufe ist, werden wir das jetzt nicht nehmen, brauchen wir nicht. Und hier unten haben wir ein paar Sachen freigeschaltet. Straßenbau, ja, ihr könnt auch auf der Weltkarte Straßen bauen mit euren Einheiten. Werde ich vielleicht auch irgendwann mal zeigen. Auf dieser Karte gibt es eigentlich genug Straßen. Straßen haben den Vorteil, dass eure Einheiten sich darüber schneller bewegen können. Ja? Und da macht es Sinn, in eurem eigenen Gebiet auch ein Straßen zu bauen, ein kleines Straßennetz. Außerdem, was kriegen wir hier? Erhöht das Stadtlimit um 1 im Moment. Ihr seht es hier oben links. Haben wir nur eine Stadt und wir dürfen maximal 4 haben. Also ihr könnt theoretisch auch mehr haben, ihr könnt diese Grenze überschreiten, aber dann werden die Ressourcen eurer Stadt reduziert. Ja, ihr bekommt dann da weniger raus. Das heißt, ihr solltet euch eigentlich immer an das Limit halten.
Das heißt, wenn wir dann später noch eine fünfte Stadt einnehmen wollen oder aufbauen wollen, wäre das hier sehr sinnvoll. Aktuell werden wir es allerdings nicht benötigen. So, jetzt kriegen wir auch die Nachricht, ne? Wir haben mit Friedburg diese vorletzte Stufe erreicht. Ihr seht auch schon, wir kriegen jetzt schon 45% ihrer Einnahmen. Und ab dieser Stufe habt ihr auf der linken Seite, könnt ihr es sehen, die Möglichkeit, die Stadt zu integrieren. Das heißt, ihr übernehmt sie einfach. Wenn ihr die Stadt übernehmt, übernehmt ihr auch zum Beispiel deren Helden, was auch sehr cool ist. Darum würde ich sagen, machen wir das Ganze auch. Also ihr könnt sonst auch, ne, das wäre natürlich die andere Option, einfach sie eure Vasallen sein lassen. Das heißt, die KI spielt das Ganze weiter und ihr kriegt einfach nur diese Abgaben. Ich möchte allerdings alles haben, eine zweite Stadt haben, einen zweiten Helden haben. Von der werde ich die Stadt jetzt einnehmen. Ja, und hier habt ihr auch nochmal die Möglichkeit zu sagen, sie soll selbstständig arbeiten. Kann ich euch gleich nochmal zeigen, was das Ganze bedeutet. Oder, ja, wir wollen sie auch managen, so wie wir es mit unserer ersten Stadt machen. Hier sehen wir auch schon Bevölkerung Stufe 7, also ziemlich hoch. Auf jeden Fall sehr cool. Ja, auch hier können wir ein weiteres Gebiet, eine weitere Provinz erstmal annektieren. Ich schaue mal in den Süden, da wir hier ja eine weitere Stadt aufbauen, würde es keinen Sinn machen, jetzt hier weiter zu expandieren, weil das kann dann die untere Stadt machen. Schauen wir uns vielleicht die anderen Gebiete an. Hier hätten wir eine Weidefläche, was sehr cool wäre. Dann bauen wir hier eine Farm. Außerdem hatte ich ja gesagt, übernehmen wir den Held. Ja, ihr seht hier, wir haben Gwendolyn Morgenrot auch übernommen. Sie ist auch schon Stufe 5, was ziemlich cool ist. Könnten ihr jetzt auch schon Ausrüstungsgegenstände geben, wenn wir welche hätten, aber wir haben aktuell nichts, wovon sie profitieren könnte. Wir sehen aber schon mal, sie hat so eine, ja, Zweihandwaffe, nenne ich es mal, Claymore, und ist damit auf jeden Fall eine gute Nahkämpferin. Schauen wir uns mal die Fähigkeiten an. Plus 30% Nahkampfangriffsschaden für 3 Runden, wenn wir das hier aktivieren. Also das ist auf jeden Fall eine sehr starke Nahkampfeinheit. Sehr gut. Das heißt, gleichzeitig macht es jetzt auch Sinn, eine zweite starke Einheit aufzubauen. Ja, wir haben hier schon eine 6er Einheit. 6 ist übrigens immer das Maximum. Ich kann euch das hier nochmal kurz zeigen. Ja, mehr könnt ihr nicht in einer Einheit bekommen. Um jetzt eine zweite aufzubauen, haben wir ja schon mit angefangen. Haben wir hier 4 Einheiten aktuell vorbereitet. Die schicke ich jetzt auch gleich nach unten, nach Friedburg. So dass wir eben daraus auch früher oder später eine 6er Einheit erstellen. So, stellen wir jetzt in dieser neuen Stadt in Friedburg auch nochmal die ganzen Sachen ein, was wir dort bauen möchten. Machen uns vielleicht auch erstmal einen kurzen Überblick. Ja, was haben wir denn schon? Wir haben hier Forschungsposten, das heißt, wir werden jetzt auch mehr Wissen bekommen. Wir haben eine Farm, wir haben eine Mine, noch einen Forschungsposten, noch eine Mine. Das heißt, damit die Stadt sich dann auch schneller weiterentwickelt, werden wir uns jetzt hier erstmal für die Gutshalle entscheiden, für mehr Nahrung. Und wir werden eine weitere Einheit kreieren. Ich schaue mal nochmal, sie, wie gesagt, ist eine Nahkämpferin. Die Einheiten, die wir jetzt zu ihr schicken, das sind 2 Speerträger, noch eine weitere Nahkampfeinheit und ein Bogenschützen. Das heißt, es würde jetzt auf jeden Fall eine Unterstützungseinheit sehr gut noch dazu passen. Das heißt, ich wähle hier einen Sonnenpriester aus, Stufe 2. So, schauen wir mal, was wir durch die Übernahme noch alles erhalten haben. Dinge, die wir zum Teil eh schon hatten. Ja, Arcanium-Erz, ihr kennt die magischen Materialien, Ruhepool, wie auch Regenbogenklee haben wir jetzt alles bekommen. Schauen wir mal, was noch los ist. Natürlich, das Abkommen ist abgelaufen, weil wir sie jetzt übernommen haben. Müssen wir uns keine Gedanken drum machen. Genauso das. Dann werden wir unsere eigenen Einheiten noch befehligen zu den Stadtruinen. Und wie gesagt, ihr könnt die Stadtruinen nur mit einem Helden wieder aufbauen. Das heißt, wir klicken da jetzt drauf auf den Helden. Und gehen dann hier auf Wiederaufbau. Kostet auch 75 Imperium. Und dauert 2 Runden. Dann haben wir hier eine weitere Stadt, das ist dann die dritte, und werden auch einen weiteren Helden bekommen. Jetzt ziehe ich unsere Kampfeinheit in Richtung Gegner in der Nähe. Hier hätten wir noch welche. Hier ist nur ein Weltenbaum, das machen wir später. Schnappen wir uns erstmal das hier vielleicht. Ja, hier haben wir Eilbeeren. Hier kriegen wir, wenn wir das Ganze annektieren, dieses Gebiet mit den Eilbeeren, kriegen wir plus 20 Einberufung. Was sehr, sehr wertvoll ist, weil wir jetzt auch anfangen wollen, immer mehr Truppen auszubilden. So, jetzt müssen wir den Speer noch ziehen. Ja, mit dem einzigen noch verbleibenden Speer sollten wir auf jeden Fall aufpassen. Hier sind Gegner, ja. Das ist die freie Stadt, die Vasallenstadt von Jakka. Von der gehen wir vielleicht lieber außen herum. Hier haben wir weitere Stadtruinen. Gehen wir so ein bisschen in die Richtung.
So, Leuchtkamp ist mal wieder aufgestiegen. Dann wählen wir auch die nächste Provinz aus, die wir annektieren können und wollen. Hier haben wir ein weiteres magisches Material, Akonierblut. Das will ich später auf jeden Fall einnehmen. Das heißt, wir können schon mal diese Provinz einnehmen. Und dann gucke ich gerade nur, was würde hier Sinn machen. Wir kriegen dort extra Mana. Da wir jetzt auch mehr und mehr Mana haben möchten, werde ich zu dem Zeitpunkt auch hier mal einen Nexus hinsetzen für noch mehr Mana. Dann entscheiden wir uns natürlich auch noch für ein weiteres neues Gebäude in Leuchtkamp. Da ich jetzt, wie gesagt, auch insgesamt mehr Einheiten nach und nach produzieren möchte, wir haben ja jetzt plus 42 Einberufungen, werde ich mich hier für die Handwerkerstadt entscheiden als nächstes. Ja, um auch nochmal den Effekt zu zeigen, Leute, wir hatten ja diese besondere Verbesserung hier hingesetzt, diesen Zirkel der Blindgläubigkeit. Und ihr seht, ne, dadurch kriegen wir jetzt diese plus 10. Und aufgrund unserer sehr guten Einstellung hier wird das Ganze nochmal multipliziert. Deswegen haben wir jetzt hier insgesamt plus 42 Einberufungen und können damit viel schneller unsere Einheiten ausbilden. So, wir ziehen natürlich auch noch unsere... Speer ziehen wir natürlich auch noch, müssen wir ein bisschen vorsichtiger jetzt sein. So Leute, dann haben wir jetzt auch schon einen weiteren Trupp, den wir nutzen können. Ja, auch wenn er aktuell nur aus 5 besteht. Ziehen wir ihn schon mal weiter, gehen auf Erkundungstour und werden ja weitere Dinge einnehmen. Zum Beispiel hier in unserem Gebiet macht es Sinn, natürlich die ganzen Gegner zu besiegen. So, der nächste Zauber wurde erforscht. Nehmen wir als nächstes schlummernde Verzauberung. Da sehen wir jetzt im Tooltip, aktuell würde keine unserer Einheiten davon profitieren. Und da könnten wir uns auch auf was anderes fokussieren. Einheiten können wir natürlich auch beschwören in diesem Spiel. Dann nehmen wir jetzt mal den Fanatiker. So, Dämmertal ist wieder aufgebaut. Ja, das ist die Stadt ganz unten. Und ihr seht, wir können auch direkt eine Provinz annektieren. Da möchte ich mal kurz auf die Grenzen eingehen. Ihr seht hier die Grenzen zu Sundren. Und sie kann natürlich nicht eine Provinz annektieren, die wir bereits besitzen und andersrum. Das heißt, es kann Sinn machen, wenn ihr euch schützen wollt gegen andere Fraktionen, egal ob das eure Freunde sind oder eure Feinde, dass ihr vor allem versucht, ja, eure Grenzen so auszuweiten, dass auch eure Feinde gewisse Ressourcen nicht bekommen können. Ja? Und dass nur ihr sie bekommen könnt. Von der würde es Sinn machen, dass wir uns vielleicht nach Süden hin so ein bisschen absichern, dass ich jetzt vielleicht das hier nehme, dass wir hier eine Farm bauen. Ich guck mal, hier haben wir auch ein Eisenlager, was wir dann natürlich gut nutzen können. Und nochmal extra Nahrung. Ihr seht jetzt auch bei unserer neu gegründeten Stadt, ne, nur 41 Nahrung ist natürlich recht wenig. Hier hätten wir allerdings bei der Farm ein Malus, wie ihr sehen könnt, weil es sich auch um ein Sumpfgebiet handelt. Minus 2, von der lohnt sich die Farm auf gar keinen Fall in diesem Gebiet. Dann würde ich sagen, nehmen wir den Steinbruch für mehr Produktion. So, dann gehen wir auf unsere Stadt, stellen auch das erste Gebäude ein. Ich werde mich hier erstmal um ein Lagerhaus bemühen für mehr Nahrung. Außerdem könnten wir schon mal in die Warteschlange, das können wir natürlich auch machen, andere Dinge reintun. Ich überlege gerade, was hier am meisten Sinn macht. Da wir jetzt auch nach und nach mehr Mana haben wollen und sich diese Stadt eh erstmal langsam erweitert, werde ich hier den Schrein bauen. Ja, und bei den Einheiten nehmen wir natürlich auch nochmal was mit, solange wir genug Gold haben, um unsere Einheiten auch zu versorgen. Wie ihr seht, bei den Einheiten bin ich auch noch nicht drauf eingegangen, hier im Tooltip, ne? So eine Einheit kostet natürlich auch pro Runde dann immer Gold, wenn sie entstanden ist. Dass wir hier vielleicht nochmal zwei Einheiten schon mal in die Warteschlange packen, dass das Ganze auch aufgebaut wird. Dann wollte ich nochmal auf eine andere Sache eingehen, Leute. Und zwar können wir das hier an Friedburg vielleicht mal zeigen. Ihr habt das hier vielleicht schon gesehen, Bevölkerung anziehen. Ihr könnt theoretisch jederzeit das Imperium, was ihr oben links habt, umwandeln in Nahrung. Und der Wert, der hier steht, in dem Fall sind es ja 63 Imperium, die wir umwandeln würden für die nächste Bevölkerungsstufe, spiegelt immer das dar, was ihr an Nahrung benötigt für die nächste Stufe. Also wenn hier jetzt drei Runden stehen, ne, dann
sind das 63. Ich sag mal so, wenn ihr gerade aufgestiegen seid und hier steht 5, 6 Runden, dann wird das vielleicht auch über 100 Imperium kosten, ne? Grundsätzlich, ich werde das jetzt einmal zeigen, dann kriegen wir, wie gesagt, diese Extra-Möglichkeit, wobei ich gerade sehe, Dämmertal könnte auch nochmal eine Provinz annektieren. Machen wir das doch gleich, das hätte ich fast übersehen. Wir haben ja hier auch ganz wertvoll das Eisenlager, dass wir hier vielleicht eine Försterei hinbauen. Kriegen wir Nahrung und Produktion. Gehen wir wieder zu Friedburg, wie gesagt, Bevölkerung anziehen. Wenn ihr das einmal anklickt, verliert ihr Imperium, kriegt aber dann die nächste Bevölkerungsstufe und könnt dementsprechend eine weitere Provinz annektieren. Schauen wir gerade, was hier sinnvoll wäre. Hier hätten wir auch nochmal so ein Eisenlager, was cool wäre. Könnten wir eigentlich mitnehmen. Dann werden wir mit Leuchtkamp nur noch nach oben expandieren und gehen. Genau, das macht auf jeden Fall Sinn. Dann nehmen wir hier den Steinbruch. Aber ich hatte es ja schon mal gesagt, Leute, Imperium ist eine sehr wertvolle Ressource, auch für andere Dinge, gerade für die Reichsverbesserung, von der geht damit eher sparsam um. Ich würde das nicht oft für die Bevölkerung nutzen. So, schauen wir mal, was wir noch machen können. Hier haben wir alles eingestellt. Jetzt haben wir die dritte Stadt und pro Stadt, die ihr habt, Leute, bekommt ihr auch immer einen Helden angeboten. Ja, das ist direkt miteinander verbunden. Und hier könnt ihr euch halt einen auswählen, ja, gegen Goldkosten natürlich, könnt ihr euch auch ein bisschen genauer anschauen. Hier hätten wir einen Nahkämpfer mit Schwert und Schild. Könnt ihr euch auch die Eigenschaften, die besonderen, anschauen, also das wäre auf jeden Fall nicht so schlecht. Auch wenn wir schon eine Nahkämpferin haben. So, was hätten wir noch zur Auswahl? Einen weiteren Zauberer möchte ich nicht unbedingt haben. Hier hätten wir noch einen Nahkämpfer, der hat Zorn des Berserkers. Schaue ich mir auch mal gerade kurz an. Klingt auf jeden Fall interessant. Aber ich denke, ich werde mich für eine Bogenschützin als weiteren Helden entscheiden. Finde ich noch interessanter. Hat auch die Fähigkeit Scharfschütze plus 30% Treffersicherheit und mehr Reichweite. Das klingt auf jeden Fall super. Dann werde ich mich für sie entscheiden für 250 Gold. Das heißt, wir haben eine weitere Einheit, Leute. Das heißt, wir wollen auch die aufbauen, bis wir hier 6 Einheiten drin haben in diesem Trupp. So, dann müsst ihr in jeder neuen Stadt oder überhaupt in jeder Stadt müsst ihr auch einen Statthalter haben. Das sind immer eure Helden, ja? Das heißt, ihr geht hier auf das Plus-Symbol und dann wählt ihr einen aus. Und ihr seht gerade hier, Gwendolyn Morgenrot mit Stufe 5 hat auch schon extrem gute Boni, die sie anbieten würde. Das heißt, die werden wir auch in Friedburg lassen. Da war sie vorher ja auch. Und dann gehen wir nach Dämmertal, unsere dritte Stadt, die wir wieder aufgebaut haben. Und setzen hier Elme Morgenrot ein, das ist die Bogenschützin, die wir gerade gekauft haben. So, der Zauber ist jetzt auch bereit. Legion des Eifers werden wir direkt wirken. Schaue ich gerade nochmal, haben wir noch was anderes in der Zwischenzeit gelernt? Nein, keinen strategischen Zauber, der mehr sinnvoll wäre. Was haben wir hier noch bekommen? Ein weiteres Handelsangebot von Sundren. Ja, Verteidigungspakt, könnt ihr euch denken, was das Ganze bedeutet. Ansonsten lest euch das ruhig im Tooltip mal durch. Ich werde das Ganze gleich mal annehmen. Und dann geht's weiter. Ziehen wir noch unsere Einheiten. Hier haben wir unseren Speer. Können wir hier noch irgendwas erkunden? Vielleicht in die Richtung gehen. Genau, mit dem Helden wollte ich in die Richtung gehen. Dass wir das hier erstmal freischalten. Hier werden wir auch die Einheiten besiegen, um einfach auch mehr Erfahrungspunkte für unsere Einheiten zu bekommen. Ja, also allein zum Aufleveln, nicht nur für die Belohnung, sondern auch zum Leveln der Einheiten lohnt es sich auf jeden Fall regelmäßig, ja, zu kämpfen. So. Ja, wir könnten dafür jetzt auch mal auf der strategischen Karte eine Armeeheilung in Auftrag geben. Ja, dann könnt ihr nach so einem Kampf eure Einheiten auch direkt wieder hochheilen. Ist auch sehr sinnvoll. Dann würde ich sagen, gehen wir mit dieser Einheit jetzt schon Richtung Turm der Schicksale. Ja, gehört ja zu einem unserer Aufträge. So, was haben wir hier noch? Eine weitere Einheit mit der Armee. Die werden wir allerdings erstmal aufbauen. Von der werde ich die hier erstmal kampieren lassen. Dann gehen wir in die nächste Runde. So, Leuchtkamp hat wieder ein Gebäude fertiggestellt. Schauen wir uns das Ganze mal gemeinsam an.
Und um an noch mehr Imperium zu kommen, Leute, werden wir auch gleich den Zaubererturm Stufe 2 nehmen. Haben wir die Ressourcen dafür? Ja, sieht gut aus. Werden wir das als nächstes produzieren. Armeeheilung steht bereit. Schauen wir mal, ob sie nicht schon automatisch hochgeheilt haben zum Teil. Na, wo war unsere Einheit? Die war hier. Ja, und ihr seht, ein bisschen Heilung bekommt jede Einheit automatisch pro Runde. Wir können jetzt aber auch den Zauber wählen und dann mit Rechtsklick die Einheit hier anvisieren. Und dann wird sie ja, ein Stück weit hochgeheilt. So, jetzt nehmen wir den Wachturm einmal ein und gehen weiter Richtung Turm. Ziehen jetzt nochmal unseren Speer in diese Richtung. Ist da noch irgendwas Interessantes? Nein, aber vielleicht in dieser Richtung. Und können hier diesen Kampf jetzt noch führen oder wahrscheinlich zwei Kämpfe. Ja, da wir eine Einheit verloren haben, Leute, werden wir das Ganze nochmal manuell machen. Okay, Leute, dann haben wir hier jetzt nochmal einen manuellen Kampf am Ende von Folge 2. Finde ich eigentlich ganz gut. Ich finde sowieso diese ganzen manuellen Kämpfe auch interessant. Wenn man das Ganze natürlich 50 Mal, 100 Mal gemacht hat, irgendwann ne, nutze ich das natürlich ab. Dann sind wahrscheinlich nur noch die ja, herausfordernden Kämpfe wirklich interessant, manuell zu gestalten. Ich ziehe wieder meine Einheiten hier nach vorne. Soweit es geht. Gehen wir in die nächste Runde. Ja, und ihr seht hier auf der linken Seite oben links, Leute, im Interface, dass Schlachtfelder manchmal auch besondere Effekte haben für die gegnerischen Einheiten, aber auch für unsere. Hier haben wir eben, stirbt eine verteidigende Einheit, erleiden alle angrenzenden feindlichen Einheiten 15 Geistschaden und haben eine Basischance von 90% mit verurteilt belegt zu werden. Verurteilt bedeutet minus 3 Statuswiderstand. Das heißt, die Einheiten sind dann anfälliger gegen ja, negative Effekte. Jetzt ziehen wir unsere Einheiten wieder so ein bisschen zusammen. Wie gesagt, mit der Speereinheit möchte ich ja, die so versuchen ein bisschen zu flankieren. Darum gehe ich außen herum. Dann haben wir hier einen Zauber. Wir kennen den schon, inneren Glanz erwecken. Den wirken wir auf unsere Einheiten. Gucken, was sinnvoller ist. So oder so. Dann machen wir das Ganze so, dass die verstärkt werden. Und dann müssen wir mal schauen, was können die Gegner. Fernkampfattacke haben sie auch. Und sie haben die Fähigkeit Bekehren. Bekehren ist sehr gefährlich, wie ihr sehen könnt im Tooltip. Hat eine Chance von 60% eine feindliche Einheit zu übernehmen. Das heißt, wenn die das gleich einsetzen würden, könnten die zwei, wenn sie Glück haben, zwei Einheiten von uns übernehmen, die dann gegen uns kämpfen. Das ist natürlich sehr gefährlich. Ja, ich werde hier erstmal die Runde beenden. Ja, ihr seht, Gedankensteuerung auf die und auf die hat auch zweimal funktioniert. Ja, zweimal haben diese 60% gewirkt, statt die 40%. Jetzt wollen wir natürlich nicht unsere eigenen Einheiten besiegen. Die gehören jetzt nicht uns. Das heißt, wir müssen jetzt so schnell wie möglich eine Einheit von denen rausnehmen. Ja, wenn wir erstmal auf die hier schießen, 70%ige Chance zu treffen. Einmal ist es daneben gegangen, zweimal getroffen. Dann gehen wir mal auf unsere Heldin, aktivieren gnadenlosen Zorn. Dafür kriegen wir plus 30% Nahkampf-Angriffsschaden für 3 Runden. Und dann nutze ich jetzt den Sturmhieb. Und ihr seht, erhält 20% Schaden pro zurückgelegten Feld bis zu 3 Felder. Das heißt, ne, unsere Heldin prescht nach vorne und macht extra Schaden dadurch. Ziemlich cool. Ja, wird noch einmal getroffen, ist aber nicht so schlimm. So, dann haben wir das erledigt. Dann greifen wir die jetzt auch nochmal an. Und damit sind die besiegt. Und damit ist die Gedankenkontrolle auf diese Einheit jetzt auch beendet, ja? Wir werden sie hier nach hinten bewegen. Hätten dann noch einen Aktionspunkt, den wir nutzen könnten. Und jetzt seht ihr hier im Tooltip, steht da auch in grün, flankiert. Flankiert bedeutet, wenn gegnerische Einheiten entweder von der Seite oder von hinten getroffen werden, das ist auch ein taktisches Element,
dann bekommen sie zum Beispiel mehr Schaden. Das heißt, es macht auf jeden Fall Sinn, gegnerische Einheiten zu umzingeln, ja, wenn ihr die Einheiten dafür habt. Das Einzige, was sehr gut gegen Flankieren schützt, ist eine Verteidigungshaltung. Das seht ihr hier jetzt auch bei unserer Einheit. Verteidigungsmodus nennt sich das Ganze. Dann ist man immun gegen Flankieren. Das Problem an der Verteidigungshaltung ist, wir müssen uns jetzt entscheiden mit der Einheit. Wollen wir jetzt nochmal zuschlagen? Dann werden wir nicht in den Verteidigungsmodus wechseln können, wenn alle Aktionspunkte aufgebraucht sind. Oder wir gehen in den Verteidigungsmodus und machen uns damit immun gegen Flankieren und kriegen eben diese extra Verteidigungswerte. Ja? Das müsst ihr euch immer überlegen. So, wir werden jetzt, da wir eh im Vorteil sind, das Flankieren nutzen und noch einmal draufschlagen. Und werden dann die Runde beenden. Ich überlege gerade, wollen wir noch einen Zauber einsetzen? Können ja noch mal ein bisschen Schaden, extra Schaden machen auf die feindliche Einheit. Und dann werden wir die Runde beenden. Ja, auch hier jetzt kam das Flankieren, da unsere Heldin von hinten getroffen wurde. So, jetzt werden wir das Ganze hier beenden. Und haben keine Einheit verloren. So. Ja, damit haben wir jetzt hier dieses Arkonierblut eingenommen. Und wir bekommen plus 20 Kampfzauberpunkte. Ja. Ziemlich cool. So, dann gehen wir noch zur nächsten Einheit hier. Wir werden auch diesen Kampf automatisch ausführen. Da wir keine Einheit verloren haben, sind wir zufrieden. Wir kriegen nochmal eine schöne Belohnung. Eine straffende helle Bade und ein bisschen Gold. Schauen wir uns das Ganze ruhig mal in der Heldenansicht an. Allerdings nicht bei ihr, sondern bei der Nahkämpferin. Ob das ein Upgrade ist oder nicht, wir halten wieder die Alt-Taste gedrückt. Wir sehen, Sturmhieb hat 17 plus 11, was stärker ist als nur 20 Schaden zu machen. Ja, und Sturmhieb ist insgesamt, ne, eine viel bessere Waffe. Also Claymore des Kreuzritters ist eine viel, viel bessere Waffe, von der behalten wir die. Ja, was können wir mit der straffenden Hellbade machen? Die können wir natürlich in einem anderen Hellen später geben, also aufheben. Oder ihr könnt das Ganze auch verkaufen direkt. Mal gucken, was bringt uns das? Nur 28 Gold ist jetzt nichts, was uns super voranbringt. Von daher werde ich das Ganze erstmal behalten. So, ziehen wir die Einheit weiter in diese Richtung, um noch ein paar weitere Einheiten zu besiegen. Und ja, Leute, dann würde ich an dieser Stelle jetzt auch diese zweite Folge beenden. Wenn euch das Ganze gefallen hat, Leute, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr euch auch für anderen Content interessiert, schaut doch mal auf meinem Kanal vorbei und schaut euch regelmäßig in die Infobox bei den Videos, wo ich euch auch Playlists zu anderen Spielen verlinke. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge.